Guten Tag, Frau Neumann. Guten Tag, Herr Paramon. Hallo. Wer sind Sie? Ja, guten Tag. Ich bin Olena Neumann. Ich bin Vorsitzende von Migrantinnen und Migrantenberat der Stadt Freiburg. Ich bin seit 2012 in Freiburg und arbeite als Bildungsberaterin und Projektmitarbeiterin in einem Projekt für Geflüchtete, wo ich die dann bei der Arbeitsplatzsuche oder Ausbildungsplatzsuche unterstütze. 2007 kam ich nach Deutschland. Ich komme ursprünglich aus der Ukraine und wir haben dann zusammen mit meinem Mann in Jena gelebt. Leider war Jena damals für uns nicht sehr migrantenfreundlicher Stadt. Und Freiburg hat uns 2012 sehr offen empfangen. Und dieser Stadt bin ich sehr, sehr dankbar immer noch. Und ich freue mich jeden Tag, in so eine schöne Stadt zu wohnen. Ich bin heute zusammen mit meinem Kollegen, Herr Paramo. Danke, danke für die Einladung. Ich bin Raul Paramo. Ich bin in Spanien geboren und lebe seit 9 Jahre jetzt hier in Freiburg und seit 5 Jahren bin ich Mitglied im Migrantenbeirat. Ich habe damals kandidiert, weil mir wurde bekannt, dass viele Menschen hier in Freiburg kein Wahlrecht haben, weil sie keinen EU-Pass haben. Und ich seit dem 3. Monat durfte schon wählen und mich politisch beteiligen sozusagen und fand das sehr ungerecht für diejenigen, die das nicht haben, obwohl hier seit Jahren leben. Deswegen habe ich mich da engagiert in den Migrantenbeirat. Was ist der Migrantinnenbeirat und was sind seine wichtigsten Ziele und Aufgaben? Der Migrantinnen- und Migrantenbeirat der Stadt Freiburg ist ein kommunales Gremium, das die Interessen von ausländischen Bevölkerung und Migranten mit deutschem Pass in Freiburg vertritt. Die Amtszeit beträgt 5 Jahre. Wir sind 19 gewählten Migrantinnen- und Migrantenbeiräte. Die wichtigsten Ziele sind, dass wir die Interessen von Migrantinnen und Migranten hier in Freiburg vertreten. Ja, wir setzen uns für Integration ohne Verlust eigene Identität ein. Wir setzen uns für Integration in Kindergärten, Schulen. Wir sind für alle Migranten und Migranten hier in Freiburg da. Beschränkt sich die Arbeit im Migrantenbeirat darauf, gleiche Rechte und gleiche Chancen für Migranten durchzusetzen? Nein, das ist nicht nur der Arbeit im Migrantenbeirat. Das ist der Chor, der Hauptziel sozusagen, gleiche Rechte für alle zu ermöglichen. Aber der Beirat hat, wie Frau Neumann erwähnt hat, einen vielseitigen Auftrag. Es geht nicht nur, aber auch um die Teilhabe, die politische Teilhabe der Menschen zu ermöglichen. Dass, wie sie gesagt hat, alle zugehört werden und die auch Teil der Stadt sind, dass sie sich das als Teil der Stadt fühlen. Wir machen viele verschiedene Kooperationen mit verschiedenen Organisationen, mit Vereinen und auch mit Ämtern. Wir organisieren Veranstaltungen, wir schreiben Stellungnahmen, wir kooperieren mit Organisationen, die sich für die Wahlrechte von Migranten beschäftigen und vieles mehr. Und wie arbeiten seine Mitglieder und warum braucht man überhaupt in Freiburg einen Migrantinnenbeirat? Ja, wir arbeiten die Mitglieder. Also wir haben am Anfang unserer Wahlperiode haben wir dann festgelegt, dass wir einmal in 4 bis 6 Wochen eine Sitzung haben, wo sich alle treffen. Aber davor treffen sich die Migrantinnen in Kommissionen, sogenannten Gruppen. Ja, die bilden sich nach Interessen oder Kompetenzen, die unsere Beirätinnen und Beiräte mitbringen. Und die bereiten quasi unsere Sitzung vor. Das heißt, also es gibt wichtige Themen, die dann davor in diese Kommission oder in diese kleinen Gruppen vorbereitet werden. Und dann bei der Sitzung beschließen wir dann diese Anträge oder wir entscheiden über eine Richtung, was den Migranten und Migrantenbeirat in der nächsten Zeit geht. Oder wir entscheiden uns für eine Resolution oder wir bereiten ein Projekt vor oder wir unterstützen eine Initiative. Ganz, ganz viel wird dann quasi in diesen kleinen Kommissionen oder Gruppen vorbereitet und dann wird dann noch ein nächster Schritt, das ist dann Vorstand,
Vorstand wird dann auch in diesen kleinen Sitzungen auch die Sitzung nochmal vorbereitet. Also im Prinzip, wir haben eine große Sitzung von Migranten und Migrantenbeirat in 4 bis 6 Wochen, dann treffen sich die Kommission und dann am Ende trifft sich noch Vorstand und bereitet diese Sitzung vor. Worin liegen die Vorteile für die Zuwanderer selber, aber natürlich auch für die anderen Freiburgerinnen und für die Freiburger Stadtgesellschaft? Ja, also die Vorteile liegen auf der Hand. Also im Prinzip, wir sind alle Migrantinnen und Migranten, wir leben hier in Freiburg. Wir bringen ganz viele Kompetenzen mit. Einige von uns sind auch in Migrantenvereinen und Gruppierungen aktiv, wie zum Beispiel Wahlkreis 100%. Ja. Wir repräsentieren auch die Migranten, die kein Wahlrecht haben. Also ich ursprünglich komme aus der Ukraine und ich habe kein Wahlrecht. Wenn ich nicht im Migrantenbeirat aktiv wäre, ja, dann wären vielleicht die Bedürfnisse auch von diesen Migranten wie ich, ja, nicht gehört. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass ich kann meine Erfahrung, ich kann das, was meine Community bewegt. Ja, ich kann das weiterbringen, ich kann das an die Stadtgesellschaft weiterbringen, ich kann das an die Stadt weitergeben. Ich kann über Bedürfnisse von Migrantinnen und Migranten, die hier in der Stadt leben, mit Pass oder ohne deutschen Pass, ich kann das an die Stadtverwaltung, ich kann das an die Fraktion, ich kann an den Gemeinderat weitergeben. Und das alles in diesem Komplex, ja, das alles bringt ganz viele Vorteile auch für die Stadtgesellschaft, weil die Migranten und die Migrantin, die hier in der Stadt leben, die werden gehört. Ja, die können ihre Bedürfnisse weitergeben und das ist ganz wichtig. Und das, was die dann auch bewegt, ja, die können das auch an uns weitergeben, die können mit uns weiter zusammenarbeiten. Was fanden Sie bisher an Ihrer Arbeit am erfolgreichsten und was sind aus Ihrer Sicht die größten Herausforderungen, die für den Migrantenbeirat bleiben? Also in diese 5 Jahre arbeiten im Migrantenbeirat sind viele große Projekte, große Erfolge würde ich auch nennen, passiert. Ich kann ein paar Beispiele erwähnen, wie zum Beispiel ein Projekt, was vom Beirat initiiert wurde, Frauen für Frauen Projekt, die die berufliche Integration und Hilfe für Frauen von anderen Frauen mit Migrationshintergrund gestartet wurde und durchgeführt wurde. Es wurden Stellungnahmen geschrieben, es wurden Migranten und Organisationen geholfen, es wurden auch zum Beispiel das Stadtfest mitgestaltet oder kooperiert in der Organisation. Und ein anderer Erfolg zum Beispiel war in der Kooperation mit einer Migrantinnenorganisation aus Venezuela, die Probleme haben, gerade in ihrer Situation, der Situation mit Venezuela, ihre Aufenthaltsgenehmigung zu verlängern, wurde der Migrantenbeirat mit der Amt für Migration diese Probleme, diese Situation dann gelöst. Und die großen Herausforderungen, die ich jetzt im Rückblick sehe, waren unter anderem die Verständigung. Manchmal in der Gruppe sind 19 Personen aus 19 unterschiedlichen Ländern mit 19 unterschiedlichen Sprachen und Kulturen und Hintergründen. Und manchmal war es nicht einfach Entscheidung zu treffen oder sich zu einigen. Andere Herausforderungen waren, von Anfang an hatten wir Schwierigkeiten, Räumlichkeiten zu finden. Es gab mehrere Umzüge innerhalb des Stadtes über das Amt für Migration. Aber das sehe ich auch als Erfolg, dass der Migrantenbeirat sich jetzt etabliert hat. Also noch einer der großen Erfolge in dieser Legislaturperiode des Migrantenbeirats war die Kooperation mit dem Amt für Migration für die Gestaltung, die Mitgestaltung des neuen Leitbild für Integration der Stadt. Dieses Leitbild wurde in mehreren Veranstaltungen, Workshops, Lenkungskreise mitorganisiert, mitgestaltet und es war eine sehr großer Erfolg, finde ich. Die für Mai geplanten Neuwahlen mussten wegen Corona abgesagt werden. Wie geht es jetzt weiter?
Ja, die Corona-Pandemie hat uns leider erwischt. Ja, die Neuwahlen für den 24. Mai 2020 wurden leider abgesagt. Es sind jetzt die Neuwahlen geplant. Die Neuwahlen für Migrantinnen und Migrantenbeirat finden am 13. Dezember 2020 statt, also am Ende dieses Jahres statt. Wir haben auch zwei Infoveranstaltungen geplant, wo wir die Kandidaten über den Migrantinnen und Migrantenbeirat informieren, wo wir nochmal über die Voraussetzungen informieren, wie kandidiere ich und wie finden die Wahlen zum Migranten- und Migrantenbeirat statt. Leider hat uns wirklich die Corona-Pandemie böse erwischt. Ja, wir hatten zwei Infoveranstaltungen durchgeführt. 46 Kandidaten haben sich für Migranten- und Migrantenbeirat beworben. Ja, dann kam diese Pandemie und ja, müssen wir leider pausieren. Also die Neuwahlen wurden abgesagt und wir haben online gearbeitet. Wir haben auch ganz viel telefoniert. Wir haben dann selber als Beiräte das versucht, diese Zeit ganz gut online zu überbrücken und zu schauen, wie es weitergehen könnte. Jetzt sind wieder zwei Infoveranstaltungen geplant und man könnte sich ab dem 9. September bis zum 15. Oktober könnte man sich für Migranten und Migrantenbeirat bewerben. Also im Prinzip, das ist dieser Zeitraum, wo man kandidieren kann. Wie funktioniert die Wahl des neuen Migrantinnenbeirats und wer kann kandidieren? Also die Wahl findet, wie Frau Neumann gesagt hat, jetzt im Dezember statt. Jeder Menschen mit Migrationshintergrund in Freiburg darf wählen und kandidieren dürfen. Diejenigen, die seit 6 Monaten Menschen mit Migrationshintergrund über 18, die seit mindestens 6 Monaten in Freiburg leben und angemeldet sind. Warum lohnt es sich für den Migrantinnenbeirat zu kandidieren, auch wenn das Gremium gar keine eigene Entscheidungskompetenz hat? Das ist eine sehr wichtige und sehr interessante Frage. Also es lohnt sich auf jeden Fall, weil man hat die Möglichkeit, die Kommunalpolitik zu gestalten, eigene Projekte auf den Weg zu bringen, neue Projekte zu entwickeln und das Gehör für Migranten auch ohne Wahlrecht zu verschaffen. Gibt es zum Schluss noch etwas, was Sie gerne abschließend sagen möchten? Also ich würde gerne alle, die Interesse haben an Migrantenbeirat, zu Infoveranstaltungen zu kommen, unsere Facebook-Seite anzuschauen, zu kandidieren, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind und am 13. Dezember wählen zu gehen. Es ist ganz, ganz wichtig, dass wir die Stadtgesellschaft in Freiburg gemeinsam gestalten. Gibt es noch was, was Sie abschließend gerne sagen möchten? Ich wollte sagen, für diejenigen von den Zuschauern, die Migrationshintergrund haben, kandidiere und mobilisiert eure Communities, dass sie wählen gehen. Das ist ganz wichtig. Diese Wahlen sind enorm wichtig für die Stadt Freiburg und es wäre sehr, sehr wichtig, dass sie ihre Bekanntschaft, ihren Freundeskreis mobilisiert, dass sie wählen gehen. Danke. Danke für das Interview.